Wenn du einen Film guckst und da siehst du jemanden Auto fahren, dann ist die Person höchstwahrscheinlich nicht wirklich Auto gefahren. Ich bin gerade in Österreich zum Drehen und gestern haben wir eine Szene gefilmt, da bin ich Auto gefahren. Also nicht wirklich Auto gefahren. Ich zeige euch mal, wie das gemacht wird. Also, so wird das gemacht. Das ist das Auto, in dem ich gleich spielen soll und das steht auf so einem Mini-Fahrzeug drauf. Das wird an so ein großes Auto rangehängt und dann wird das gezogen. Vorne und hinten wird das natürlich festgemacht. Das darf nicht wackeln, das ist alles sicher. Und dann setze ich mich rein und dann sind vorne die Kameras und Licht und so weiter drauf. Und dann sitze ich da am Steuer und spiele meine Szene. Dann kann ich mich nämlich auf das Schauspiel konzentrieren und nicht auf das Fahren, weil dann würde ich locker irgendwo gegendonnern. Ich wollte schon als Kind immer Schauspieler werden. Und mein Vater hat mir immer so Bücher mit Behind-the-Scenes-Material von Filmen gegeben. Und ich erinnere mich an dieses eine Foto. Ich war ein riesen James-Bond-Fan. Und auf dem Foto sieht man Daniel Craig in einem Aston Martin sitzen. Auch auf so einem Trailer, so nennt man die Dinger, wo das Auto hinten drauf steht. Ich fand das so cool damals, weil ich mir dachte so, ah ja, so filmt man das also. Und ich fand das so cool damals, als ich das rausgefunden habe. Jedes Mal, wenn ich in so einem Auto sitze und gezogen werde, fühle ich mich ganz kurz ein bisschen wie Daniel Craig.